Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir unsere Karte spielen können und zum Leben erwecken. Im letzten Video haben wir unsere Karte erstellt und wollen dies jetzt zum Start verwenden. Starten generell können wir das Spiel über diesen Quick-Play-Button hier oben in der Ecke. Dabei werden wir gebeten, ein Startskript und einen Charakter zu wählen. Den Charakter haben wir schon definiert, was uns fehlt, ist das Startskript. Mit dem Startskript sagen wir dem Spiel, was es tun soll, um das Spiel einzuleiten. Wir können da Dialoge starten, wir können die Kamera positionieren und sonstige Sachen machen, aber das Mindeste, was wir brauchen, um irgendetwas zu tun, ist eine Karte zu laden. Deswegen werden wir das jetzt tun. Wir öffnen also eine neue Ressource und wählen hier das Skript. Alternativ könnten wir auch oben in den Skript-Editor gehen. Wir brauchen einen Namen und nennen das Skript Startup und sagen okay. Damit befinden wir uns hier im Skript-Editor. Der Skripteditor ist unser Mittel zur Wahl, um das Spiel mit Programminhalten zu füllen. Wobei der Skripteditor so aufgebaut ist, dass ihr nicht programmieren können müsst, sondern dass ihr eher per Drag and Drop Elemente zusammenklicken könnt. Für den Skripteditor, den ihr hier oben im Tab findet und immer reinspringen könnt, habt ihr an der linken Seite die einzelnen Tools zur Verfügung. Wir haben hier die Skript-Tools, was wie bisher immer unsere Elemente sind, die wir anordnen können. Wir haben hier den Skript-Bereich, den wir mit Mausrad zoomen können. Mit gedrückter Maustaste können wir wieder schieben. Und wir können unsere Skripte hier aneinander reihen, wie wir Lust und Laune haben. Generell könnt ihr das Skript auch immer selber schreiben, statt Drag and Drop zu nutzen. Ich zeige dann auch gleich wie. Für mich ist der ideale Weg, die Skripte erstmal zu lernen, indem ich die Drag-and-Drop-Elemente nehme, mir anschaue, die Syntax lerne und dann anfange, selber die Programmiersprache zu benutzen. Okay. Oben haben wir erstmal allgemeine grundlegende Funktionen. Variablen zuweisen, eine Variable auswerten, eine Schleife durchlaufen, also ein While und eine For-Schleife, dazu kommen wir irgendwann später, einen Schleifendurchlauf abzubrechen und einen Wert zu liefern. Das brauchen wir später, um Methoden schreiben zu können. Ansonsten haben wir im unteren Bereich alle möglichen Funktionen, mit denen wir Werte setzen und unsere Spielwelt verändern können. Was wir als allererstes brauchen, ist eine Funktion, die heißt LoadMap. Das können wir oben in den Suchfilter eingeben und wir werden gleich fündig und nehmen dieses Element per Drag and Drop und schieben es in unser Fenster rein. Wir können die Begrüßungsnachricht benutzen, wir können sie aber auch weglassen. Das ist ganz uns überlassen. Wir nehmen sie mal mit, packen einen Text rein und können für den Text jetzt wählen, ob der Text von jemandem als Box gesprochen werden soll oder nicht. Das heißt, wir können hier einen Charakter definieren oder es ist quasi ein freier Text, der einfach aufploppt. Okay, wir wählen unsere Karte Startbereich, können hier angeben, auf welcher Karre wir starten. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, können wir nochmal im Map-Editor schauen, wo wir starten wollen. Die mittlere Karre war bei uns 0,0, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es ist 0,0. Und können das in den Skript-Editor übertragen und können jetzt sagen, in welche Richtung wir beim Start gucken wollen. Und ich möchte generell nach Süden gucken. Und damit ist das Skript fertig und ich kann das Skript schon speichern. Wenn ihr das Skript direkt bearbeiten wollt, könnt ihr auch hier unten reinschreiben. Um das größer zu kriegen, habt ihr hier einen Vergrößern-Button und ihr könnt quasi alles reinschreiben. Die Syntax, was es hier gibt, was es für Werte gibt, Funktionen, werde ich alles später noch erklären. Das geht jetzt erstmal zu weit. Der nächste Schritt ist, mit unserem Skript das Spiel zu starten. Okay, öffnen wir die Karte mit Quick Play, wählen unser Skript aus, unseren Charakter und starten direkt mit OK in die Karte rein. Wir kommen ins Startmenü, nachdem das Spiel geöffnet hat. Über die Optionen können wir Anti-Aliasing einsetzen, wir können den Display-Modus wählen, das Keyboard-Layout und können mit New Game direkt in die Karte springen. Wir haben noch kein Hintergrundbild, es ist rudimentär eingerichtet, uns fehlt noch ganz viel, das kommt jetzt alles Stück für Stück. Also, mit New Game kommen wir auf die Karte. Es kommt unsere vordefinierte Nachricht, die von keinem gesprochen wird, deswegen einfach nur der Text. Und wenn wir linke Maustaste drücken, kommen wir direkt in die Welt rein nach einem kurzen Ladebildschirm, können mit W als D navigieren. Wir können Punkt klicken und über unsere definierten Wege findet der Charakter automatisch den Weg dahin. Wir können mit der rechten Maustaste schwenken und wir haben ein rudimentäres Inventar. Das ist unsere Funktionalität jetzt gerade. Ich werde das Spiel kurz verlassen und möchte euch zeigen, was weiterhin geht. Die Stärke von RPG in the Box ist, dass wir unser Game modifizieren können durch einen Haufen von Einstellungen, ohne das Spiel jedes Mal neu machen zu müssen. Das heißt, über die Game Configuration können wir hier ganz viele Auswahlen tätigen.
Wir gehen oben auf den Settings-Reiter und können über General erstmal festlegen, was ist unser Skript, was ist unser Charakter und so weiter. Interessant wird der Teil unter Gameplay. Hier können wir sagen, was wir für Mechaniken verwenden wollen. Das heißt, wenn wir hier auf Custom gehen, können wir unsere Presets einstellen. Das heißt, unser Kameratyp Standard kann geändert werden in isometrisch. Isometrisch heißt quasi, wir gucken von schräg drauf und können jetzt hier sagen, in welchem Winkel gucken wir, ist Zoom erlaubt, ist Rotieren erlaubt. Ich lasse das jetzt erstmal so und wir gucken nochmal ins Spiel rein, was sich geändert hat. Gehen wir jetzt ins Spiel. Sieht das ganze Spiel ein bisschen anders aus. Wir gucken jetzt in der Isometrieperspektive drauf. Norden ist quasi hier oben rechts und wir können uns bewegen. Vom Layout hat sich sonst nicht viel geändert. Wir haben immer noch 3D-Objekte, es hat sich einfach nur der Kamerawinkel geändert. So, die weiteren Möglichkeiten, die wir haben, sind, wir können die First-Person-Variante nehmen und können sagen, wir gucken aus dem Charakter raus und können uns jetzt mit der Maus vorzugsweise umgucken oder nicht und können auch so spielen. Ich zeige das ganz kurz. Und schon können wir eine First-Person-Variante von unserem Spiel spielen. Wir sind immer noch an die Kacheln gebunden und können uns jetzt mit WASD halt im 90-Grad-Winkel umgucken. Ein momentan schon implementiertes Feature, was aber noch nicht abgeschlossen ist und experimentell eingestuft ist, ist freie Bewegung. Das finden wir unter experimentell und können das anwählen. Damit bietet sich jetzt die Möglichkeit, dass wir uns frei auf der Karte bewegen, ohne auf Kacheln Rücksicht zu nehmen. Das heißt, jetzt kommt nur noch die Abfrage, ob wir mit einem Objekt kollidieren. Hier zum Beispiel hört unser Pfad auf und wir kommen nicht weiter. Das ist genauso, als wäre da eine Wand. Wir können nicht runterfallen. Okay, nochmal zurück zu den Settings. Es gibt noch einen Haufen anderer Einstellungen, die wir hier tun können. Wir fangen mal ganz oben an. Im Gameplay haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen einen Tag-Nacht-Zyklus machen. Dafür müssen wir aber sowas wie ein Beleuchtungsskript schreiben, was dafür sorgt, dass wir einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang haben. Ansonsten haben wir bei Mechaniken die Kampfvariante. Realtime heißt, Gegner kommen auf uns zu und schlagen und wir schlagen in Echtzeit zurück. Die Variante 2 ist Roguelike, wo wir mit Action Points arbeiten. Ich lasse erstmal Realtime. Und was noch interessant ist, ist Fog of War. Das mache ich jetzt mal an. Und zwar in einer Distanz von 2. Des Weiteren, die Controls lasse ich gleich. Ich möchte Speichern erlauben und ich möchte aber die Standardansicht haben, Vollschwenk und Zoombar. Und das ist okay. Freie Rotation. Ich möchte mich im 90-Grad-Winkel drehen können und nicht frei. Okay. User Interface. Hier können wir noch weitere Sachen hinzufügen. Hier können wir unser Ladebildschirm hinzufügen, dass wir ein Hintergrundbild von unserer Welt haben. Das macht das alles ein bisschen persönlicher. Wir können das Tool-Item-UI machen, wo wir dann Werkzeuge haben, Äxte, Hammer, sonst irgendwelche Sachen. Wir können einen Quickbar machen, wo wir Items hinlegen können, Heiltränke, ähnliche Sachen. Eine Skillbar, wo wir bestimmte Sachen machen, ein Skill, wo wir uns für Magiepunkte selber heilen oder ähnliche Sachen. Wir können die Gesundheitsanzeige des Charakters anzeigen lassen und wir haben noch ein Minimap-Feature. Ich mache jetzt einfach mal alles an. Es kann sein, dass einige Sachen nicht konfiguriert sind. Wir können die Farben definieren, wir können Cursor definieren, wir können Sounds für alles Mögliche hinterlegen und wir können die Sprache in den Default Locales einsetzen und machen jetzt hier einfach mal DE.DE für Deutsch. Später können wir damit alle Texte lokalisieren, die wir haben wollen und das Spiel in mehreren Sprachen rausgeben. Wir drücken OK und gehen einfach ins Spiel rein. Jetzt kommt ein sehr lustiger Effekt, dass wir jetzt nicht mehr alle Kacheln sehen können, sondern dass wir nur noch einen Teil um unseren Charakter sehen. Naja, ich habe die experimentellen Features noch drin. So, wie ihr jetzt seht, ist es so, dass ich die Karte aufdecke. Eine andere Variante ist, den Fog of War dauerhaft zu machen. Dann verschwindet der nicht mehr und damit bietet sich die Möglichkeit, ein interessantes Spiel reinzubringen, dass wir sozusagen die Karte aufdecken. Und sie hinter uns verschwindet, sodass wir damit beispielsweise ein Labyrinth machen können, was wir nicht kennen und wo wir uns durcharbeiten müssen. Wir können jetzt zum Beispiel in unserer Karte Dinge definieren, wo man lang gehen kann. Und könnten definieren, dass wenn man hier runterkommt und hier vorne ankommt, ist man am Spielziel. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich will euch noch kurz zeigen, wie es aussieht. Also, wir machen das so, wir machen den Fog of War auf 1 und wir starten das Spiel noch einmal. Das soll es dann auch schon gewesen sein, wenn ich damit fertig bin. Also, wir haben unsere Karte. Halt, ich wollte kurz die echte Bewegung noch ausmachen.
Und nochmal starten. Wir können uns jetzt hier bewegen und könnten jetzt ein Labyrinth machen. Also nicht so einfach wie bei mir, so eine Spirale, sondern ein Labyrinth, wo man sich durchsuchen muss und wo man arbeiten kann und könnten das mit Bewegungspunkten hinterlegen, sonstigen Sachen. Hier haben wir ziemlich viel Freiheit und wir werden das in Zukunft auch ausnutzen, aber das soll es zur Karte erstmal gewesen sein. Im nächsten Tutorial werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Animationen hinzufügen. Ich möchte für meinen Charakter eine Bewegung haben, dass er sich hinsetzt oder zwinkert, wenn es ihm langweilig ist. Und ansonsten eine Bewegungsanimation. Das ist momentan alles noch sehr steif. Und danach werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Flüsse in diese Karte einfügen können. Das soll es dazu gewesen sein. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir einen Daumen oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten macht's gut und bis bald.